Was merkt man aus die Fighter? Und einmal im Jahr für einen Monat hat Naruto Blazing meine Aufmerksamkeit, nämlich zum und ab heute für einen Monat, Freunde, feiert Blazing sein 4-jähriges Jubiläum. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Wir werden gleich für die neuesten Charaktere 7 Sterne Sasuke und oder Naruto summon. Falls ihr schon gesummt habt, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr gezogen habt. Falls ihr noch summen werdet, wünsche ich auf jeden Fall euch sehr viel Glück. Und Freunde, bevor wir mit den Sums loslegen, loggt euch auf jeden Fall jeden Tag ein, denn es gibt eine Lotterie. Dort könnt ihr, beziehungsweise der erste Platz bekommt 2000 Pearls, aber die anderen Platzierungen können auch gewisse Pearls bekommen. Freunde, könnt euch alles in der News-Section abchecken. Außerhalb davon macht definitiv die Panel-Missions. Dort gibt es für die Anfänger Panel-Missions, gibt es auf jeden Fall gut Pearls, unter anderem bis zu 30 Pearls und den Free-to-Play Naruto an der Stelle. Es gibt folgende Panel-Missions und auch sowohl als auch Panel-Missions für die 7-Sterne-Awakening-Materialien. Jedenfalls macht auf jeden Fall auch die neuen Emergency-Missionen, sei es die, wo ihr quasi Naruto oder Sasuke auf 7 Sterne probieren könnt. Super Impact, wenn ihr das Ganze schafft. Und Schlot ganz runter, Leute. Ganz versteckt gibt es hier neue Rookie-Missions. Hier wird quasi den Spielern beigebracht, dass ihr auf sowas achten sollt, dass die verschiedenen Quests auch, beziehungsweise die verschiedenen Events, verschiedene Missionen haben. Zum Beispiel, wenn ihr hier mit einem Team das Ganze schafft, indem ihr nur Hard-Charaktere nutzt, Skill und oder Body, dann bekommt ihr gewisse Pearls und im Prinzip farmt ihr so auch die meisten Pearls aus den Emergency Missions, Freunde, indem ihr quasi auf diese speziellen Missionen oder Bedingungen achtet. Das heißt, macht das auf jeden Fall, Freunde, wirft da einen Blick drauf, damit ihr da gut Pearls farmen könnt. Ich kam auf 300 Pearls. Blazing, ich mag Blazing an sich, das Spiel, okay? Aber ich sag euch mal, warte, hau mal einen Freestyle einfach auch hier an der Stelle raus. Ich mag Blazing an sich das Game, aber wirklich irgendwie hat es die volle Aufmerksamkeit hat es von mir immer während dem Jubiläum, sag ich mal. Da geht schon einiges los, was heißt einiges, aber da geht gut was. Es ist echt spaßig, meinen Kumpels auch da ein bisschen zu ziehen, ein bisschen zu reden, auch vielleicht ein paar Multiplayer-Missionen zu machen. Jedenfalls, Freunde, lasst ihr mich gerne wissen, wie euer aktueller Standpunkt von Blazing ist. Ich habe mich in den letzten Tagen oder Wochen, Monaten unregelmäßig eingeloggt, nicht mal täglich, sag ich mal, aber zu sowas bin ich auf jeden Fall dabei. Wir haben den neuen Naruto an der Stelle. Ich muss sagen, Freunde, die Artworks von den Charakteren finde ich richtig geil, sei es von den 7 Sterne Sasuke. Ihr zieht ihn, by the way, auf 6 Sterne, dann könnt ihr ihn zum 7 Sterne Awaken oder von den Naruto, also die Artworks an sich. Aber ich muss sagen, also die Charaktere an sich von den Stats und so sind auch gar nicht mal so schlecht. Ich finde aber die Animation, ihre Jutsu-Animation, das 90% ist einfach gerecycelt, also das gab es schon so gesehen. Das heißt, die Jutsus haben mich nicht so überzeugt, also von der Animation her, aber auch an sich, was sie machen. Ich denke, man hätte da mehr machen können für 4-Jahres-Jubiläumscharaktere. Aber ey, guck mal, das Artwork von Sasuke sieht richtig geil aus. Ich finde, die haben das schon gut eingefangen, auch mit der Thematik Sonne gegen Mond, ja, Naruto gegen Sasuke. Die Sache ist jedoch hier an der Stelle, Freunde, es gibt keine Step-Ups, okay? Darüber rede ich auch gleich. Die Charaktere haben aber sowohl Sasuke als auch Naruto in ihren eigenen Banner 1% Rate. Die Banner sind aufgeteilt. Achso, da war das Artwork von Naruto. Sieht auch wirklich gar nicht mal so schlecht aus. Der Boy ist halt ein bisschen happier drauf als Sasuke. Aber wir gehen erstmal durch rüber zu meinem Boy Sasuke, Alter. Junge, geh mir weg mit Naruto, okay? Hier ist der Uchiha-Clan vertreten. Ne, ich mache nur Spaß. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, für welchen der beiden Charaktere ihr gesamt habt oder welchen der beiden ihr mehr feiert. Dein Ernst? Jetzt wartet mal, wartet mal. Lasst mal alles schön beiseite. Ihr bekommt für Multi-Freunde Legendary Coins. Wenn ihr, glaube ich, 300 habt, dann könnt ihr euch Sasuke oder Naruto aus dem Shop holen. Alles schön, lass mal, jetzt Jubiläum-Hype, ja, alles schön und gut, man lockt sich in den Blazing an, guckt, was geht, alles schön beiseite gehauen. Freunde, ich weiß, dass es ein paar gibt, die immer meinten, als ich gesagt habe, oh, Naruto Blazing hat Steps, das ist so geil, mit wie viel waren das, 400 Pearls oder sowas auch immer, hast du den Charakter garantiert und so. Viele meinten, ja, aber der Charakter hat 0,33%, diese Scheiße, diese Steps, Müll, was weiß ich. Jetzt habt ihr euer, könnt euch. Ohne Steps nichts, trocken, immer 50 Multis. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Klar, der Charakter hat 1%, okay, und legit mit den als 6-Sterne-Charakter sind nur, die für 1% sind nur Naruto und Sasuke in ihrem Banner featured. Es gibt keine anderen 6-Sterne-Charaktere, die featured sind, okay, die beide 5-Sterne-Charaktere weiß nicht mal, was da featured ist oder nicht. Keine Ahnung, ich hoffe, ich habe da nicht mal reingeguckt, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch die Rates nicht, aber ich hoffe, irgendwie passiert Magic und ich ziehe irgendeinen Geil, den ich nicht hatte. Worauf ich hinaus wollte ist,
Ich hätte es legit geiler gefunden, wenn es hier Step-Ups gegeben hätte. Klar, ich kann schon viele verstehen, die meinen, 0,33% Rates für einen neuen Charakter ist schon wenig gewesen. Damals bei Inblazing, vor allem mit Steps. Aber ey, du hattest Steps, Mann. Der Charakter hatte dann mal hier, mal da höhere Rates. Der hatte mal hier, mal da. Du hattest mal hier, mal da Garantie für Blazing-Fest-Charakter. Hier hast du nichts. Hier tust du trocken summon. Versuch sein Glück hier. Komm mal ran. Und. Vielleicht sagt man folgendes, 1% Rates sind auf jeden Fall trotzdem richtig gut. Okay, Blazing sag ich. Lens hat ja auch 1% Rate, aber Blazing hat, ich muss mal klar Kopf bekommen. Aber Legends hat zumindest, by the way, es gibt auch Free Tickets, okay, die könnt ihr raushauen in so einem Blazing-Fest-Banner. Wir hauen da mal ein paar raus und dann gehen wir rüber wieder zu Sasuke. Aber Legends hat mehrere Charaktere mit 1% featured. Hier hast du nur ein, wow. Und die haben es auch noch geteilt, okay. Ein Banner für Naruto, ein Banner für Sasuke. Beide jeweils 1%. Oh, wow, okay. Wenn sie schon das ohne Steps rausbringen, dann tut doch beide in einen Banner reinklatschen. Ich meine, klar, in Dokkan ist das nicht anders, dass Charaktere aufgeteilt werden und dann fort im Jubiläum. Ich kann das schon verstehen, aber da mach's doch schmackhafter für die Playerbase und hau nicht so trockene 50 Multisums raus, ohne Steps, ohne gar nichts. Coins mal beiseite. Ich glaube, wenn ihr 900 Pearls ausgibt in dem Banner, habt ihr so viele Coins, ich glaube, jetzt sind 300, dass ihr dann quasi, oder wie kann man nach reingucken? Dass sie dann quasi, oh, wir haben hier einen Ding-Charakter, krass. Gold-Charakter. Dass sie dann quasi, euch den holen können. Aber, wie viel? 900 Gems. Wenn ich mich recht entsinne, sollten es 900 sein. Das sind übertrieben viel. Jedenfalls, den haben wir hier durch ein Ticket gezogen. Durchs Ticket. Und es ist ein neuer Charakter. Oh mein Gott. Der ist relativ neu. Ich weiß jetzt nicht, was er drauf hat, aber ich habe lange in Blazing nicht mehr gesummt. Aber der Boy ist eines der neueren Charaktere, eines der neueren Blazing-Fest gewesen. Also freut mich das auf jeden Fall, Free-to-Play, den hier mit den Tickets gezogen zu haben. So, das hier meinte ich an der Stelle, Freunde. Pro Multisum, den ihr rausholt, also 50 Pearls, bekommt ihr 20 von diesen Coins. Und wenn ihr 300 habt, könnt ihr entweder Sasuke oder Naruto holen. Das heißt, wenn ihr 750 Pearls ausgibt in den Banner, dann könnt ihr sie quasi holen. Also keine Ahnung, ob ihr das besser findet mit den 1% oder ob ihr die Steps besser findet. Ganz ehrlich, ich würde die Steps besser finden, definitiv, so wie es früher war. Wobei ich da verstehen kann, sie hätten einfach die Steps behalten sollen und statt 0,33% 0,5% für den Featured-Charakter machen sollen. Oder 0,6 oder so, wie in Dokkan-Festen, okay? Das wäre wirklich geil, aber so, ich weiß nicht. Ich meine, klar, mit 1% kann es natürlich passieren, dass du den ersten Single, den ersten Mutant ziehst. Aber es kann auch passieren, dass du ihn nicht ziehst, so. Weißt du, was ich meine? Die Steps, egal ob so oder so, sagen wir mal so, ob so oder so, die Steps kamen, fand ich, einem schon entgegen. Und das habe ich eigentlich gefeiert an dem Spiel. Aber wir lassen mal das Ganze um die... Das ist dein Ernst, Back-to-Back-Gara. Junge, geh schlafen, Alter, auch wenn du es nicht kannst. Geh einfach... Oh mein Gott. Wir hauen jedenfalls hier noch die paar Singles, die ganzen Tickets, die ich raushauen, Freunde. Und dann macht man die letzten Mutis bei Sasuke noch zu Ende. Wenn der Job geil, wenn nicht... Egal, ich hab's trotzdem genossen. So ist nicht wirklich. Ich weiß warum, aber irgendwie. Guck mal, Blazing hat vier Jahre, okay? 4 Jahre hat's Blazing erreicht. Schon geil, so ist nicht. Die haben jetzt auch Skip-Tickets eingeführt. Also, so wie in Legends zum Beispiel oder wie in Grand Cross. Schon insane. Also, das Spiel hat sich schon nach und nach ein bisschen entwickelt, sag ich mal. So ist nicht. Aber jetzt zum Beispiel zum Jubiläum. Ich weiß, ob es nur mir so vorkommt. Das Jubiläum hat heute angefangen. Ja, oh mein Gott, wieder ein neuer Charakter. Oh, was? Nein! Der Segel war gestern noch online. Ist es der neue Ashura, der gestern online war und aufgegangen ist? Ja, ich denke schon. Annehmen. Guck uns. Sowas feiere ich dann. Ich weiß, bei dem Blazing Jubiläum, ich feiere sowas, so Free Stuff. Es gab auch oft immer Free Multis oder so über eine Zeit. Das feiere ich am Blazing und das meine ich damit. Irgendwie macht mir das dann im Prinzip Spaß, weil mit meine Jungs, ich sage dann meinen Jungs, ey, lockt euch ein und so. Und dann hauen wir da die Sums raus, jeder sagt, was er gezogen hat, jeder schickt kurz einen Screenie von seinem Daily Multi oder so. Ob es Daily Multi in diesem Jubiläum geben wird, Freunde, weiß ich nicht. Aber 6 Content müsst ihr mich dann zum Beispiel wissen lassen. Irgendwie sieht das schon lasch aus für Tag 1, was da rauskam an Content. Ich habe das in 10 Minuten die wichtigsten Sachen weggeklatscht. Außer den neuen Super Impact habe ich noch nicht probiert, aber... Ja, ich weiß nicht. Aber ich nehme es da nicht so kritisch, um euch zu sein, weil ich zock Blazing nicht so aktiv. Nur immer mal wieder ab und zu hat so Phasen bei mir. Und in den Phasen feiere ich Blazing schon so, sag ich mal. Ich weiß nicht, mir macht es einfach Spaß, für die Charaktere zu ziehen, weil zum Beispiel letztes Jahr Obito und Kakashi. Oh mein Gott, die Karte von Obito feiere ich bis heute noch mit Rin im Hintergrund. Ich finde die Karte so geil. An sich ist wieder ein neuer Charakter. Was? Okay, warte mal, was ist mit dem Ding? Der sagt mir gar nichts, um ehrlich zu sein. Das ist...
Okay, das sind ältere Units. Die Karte, ich feiere die so hart immer noch bis heute. Nicht nur vom Artwork, auch was sie drauf hat. In meisten Events carried mich die Karte einfach. Deswegen, und Blazing war schon wirklich gnädig zu mir. Ich habe in Blazing wirklich gut Glück gehabt immer. Ich habe sehr viele Charaktere oft gezogen. Sehr viele Charaktere bei mir, viele Dupes und so. Deswegen gucken wir ja auf jeden Fall auch rein. Sagen mir, hallo Blazing, cool, dass du Jubiläum hast. Ich bin auch gerade da. Bei Dollars und Tickets haben wir 3 Goldcharaktere gezogen. 2 davon waren neu. Richtig geil, Mann, richtig geil. Wir haben noch danach ein Ticket. Lasst uns den random zum Groupstar machen, Freunde. Auch wenn ihr irgendwo ein Single habt oder ein Ticket oder so rumliegen habt, macht gleich mit. Ich zähle gleich runter. Wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Danach hauen wir die 2 letzten Multis raus bei The Legend of Sasuke. 3, 2, 1. Raus damit, Leute. Von euch, ich glaube, bei mir wird das nächste, das Ganze skippen. Dann gehen wir zu den Multis rüber. Richtig, genau das. Aber Leute, lange Rede kurz, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt, auch zu einem weiteren Blazing-Video. Ich will mal nicht zersprechen, ob jetzt in der nächsten Zeit wieder etwas Neues kommt oder nicht, je nachdem wie das Jubiläum verlaufen wird, je nachdem ob ich vielleicht wieder Sam werde oder nicht, was ich mir erfarmen kann. Heute, also zum Jubiläumstart, hatte ich auf jeden Fall Lust drauf, deswegen haben wir das Ganze gemacht. Hier, komm mal ran, 1% Rate, bin mal gespannt, was hier abgeht. Bei dem 6 Channel Naruto habe ich aber übertrieben Glück gehabt, zum Beispiel mit dem 1%. Da habe ich in dem ersten Multi gezogen, ja. Okay, Sasuke ist am Start. Zieh dich mal selbst, mein Freund. Du bist in Animation, jetzt pack mal hier an aus. By the way, wenn ihr so einen blauen Charakter aufpoppen seht, das ist dann der 6-Scheine-Charakter. Also nicht Gold, sondern Blau. Platin, sorry, Platinum. Es sollte Platin sein, Platin-Effekt. Jedenfalls haben wir 2 Gold-Charaktere, aber zum Beispiel, okay, ein 6-Scheine-Charakter ist featured. Alter, was geierst du? Feature doch mal auch ein paar andere Gold-Charaktere oder so. Was ist da los? Hashtag One Last Multi in diesem... Ich weiß legit mit dir nicht, ich hab... Ihr könnt mich gerne wissen lassen, ob in dem Banner zum Beispiel die Goldcharaktere, ob in dem Banner auch andere Blazing Fest Charaktere sind oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Weil das ist jetzt quasi so, das sind jetzt so gesehen 6 Sterne Banner, ne? So Legendary Rare Banner oder was auch immer. Keine Ahnung, Freunde. Ich bin einfach Daumen zusammen. Gönnt euch hier noch, wie hieß die Dame nochmal? Sakura. Genau das. War schön! War schön mit Sasuke, 6 Sterne Dream. Aber wir haben viele gute Goldcharaktere gezogen. Die Frage ist halt, ich habe legit keine Ahnung, ob darunter Blazing Fest Goldcharaktere sind, aber. Keine Ahnung, es sieht nicht so aus, du möchtest sein. Das ist halt die Sache, wo ich dann komisch finde, tatsächlich. Ob so oder so, Leute, von heute. Ja, war schön, 300 Pearls reingeworfen. Ohne Steps, ohne nichts, ganz trocken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.